Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Kommst mit der Pandemie, mit der Corona-Krise trotzdem klar. Ich finde persönlich, ja, genauso wie jeder, easy. Ich bin gerne unterwegs, ich bin gerne unter Menschen, ich bin gerne draußen. Besonders zu dem Wetter gerade macht es nicht so Spaß. Aber dafür gibt es jetzt genauso Zeit, hier ein paar Videos für euch aufzunehmen. Und heute geht es darum, Business starten. Wie läuft das mit der Steuer? Ich habe ganz oft die Frage bekommen, besonders auch von Coaching-Teilnehmern, die vielleicht etwas jünger sind. Und vielleicht bist du gerade auch jemand, der jünger ist oder beziehungsweise gerade sein Business starten möchte, noch nicht so viel Plan von Gewerbe, Steuer und Co. hat. Und ich gebe da gleich ein paar Tipps mit nach dem Intro. Wenn du Bock drauf hast, bleib dran. Disclaimer, kurz vorab, ich bin kein Steuerberater. Ich kann aus meiner Erfahrung nur ein paar Tipps mitgeben und gebe hier einfach ein bisschen mindset-technisch etwas mit, was viele Leute davon abhält, irgendwie was zu starten. Und ich bekomme oft mit, dass bevor Leute irgendwie was machen, bevor die Geld verdienen, ja, sich so einen riesen Kopf darüber machen, wie läuft das mit der Steuer und werden richtig blockiert von diesem Bürokratiekram. Ich bin überhaupt kein Freund von Bürokratie. Ich bin echt der Letzte, ich drücke, ich also bin gerne ein Typ, der das ein bisschen weiter wegschiebt, dann es ein bisschen auf die Schnelle machen muss. Mittlerweile steuermäßig Umsatzsteuervorauszahlung und Co. Das läuft alles. Aber ich war auch gerne ein Typ, der sowas wegschiebt und auch gerne keinen Kopf dafür hat. Und das ist auch so ein Thema. Wenn du jemand bist, eine Persönlichkeit zu rot, gelb, grün, nicht unbedingt die Mega-Eule bist und du ja, da in dem Bereich nicht den Kopf für hast, oder generell empfehle ich jedem Unternehmer, Selbstständige, aber auch nebenberuflich selbstständig im Nebengewerbe sich einen Steuerberater zu holen. Punkt. Und damit ist erstmal die Sache gegessen. Wenn du ein Business starten möchtest und du keine Ahnung hast, irgendwas für ein Gewerbe und blablabla, gehst du zum Gewerbeamt, zum Bürgerbüro, aktuell ein bisschen schwieriger, geht's online genauso. Sagst, guten Tag, mein Name ist, ich mache Online-Marketing, ich brauche ein Gewerbe, 20 Euro, vielen Dank. Und das ist es im ersten Step. Und dann bekommst du so einen Wisch, den kannst du ausfüllen, darfst dich einmal blank machen mit deinen Informationen und dann geht's weiter und dann kannst du auch loslegen. Und dann geht's darum, im ersten Jahr, verdammt nochmal, mach Umsatz. Je mehr Umsatz und gleichzeitig mehr Kosten entstehen, heißt, du machst Online-Marketing, du brauchst ein neues MacBook. Du bist Videograf, du brauchst eine Kamera und ein MacBook. Und du bist Handwerker, du brauchst Werkzeug. Jeder Beruf braucht Werkzeug. Und das ist mit Kosten entstehen. Heißt, Business starten, definierte Zielgruppe, definiert ein Angebot. Guten Tag, mein Name ist. Und dann geht's los mit Rechnungen schreiben. Und genau das wollen wir doch. Sei dir sicher, dass alles, was steuermäßig alles, das ist alles machbar. Ansonsten einfach einen Anruf an einen Steuerberater und mit dem sprichst du dann. Und Fokus für dich sollte sein, wenn du gerade startest und Geld verdienen möchtest oder Geld verdienen musst, in Anführungszeichen, wenn du dich selbstständig machst, dann sollte nicht 80% Gedanken sein, wie du die Steuer irgendwie irgendwann mal machst und irgendwann mal zahlst, sondern sollte jetzt der Fokus auf heute sein. Und heute, jetzt in dem Moment, geht es darum, Kunden zu gewinnen, Content zu kreieren, dir eine Brand aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen, Kunden anzuschreiben, anzusprechen und dein Angebot zu vermarkten. Das ist dein Fokus, das sollte dein Fokus sein. Einfach ein kurzes Mindset-Thema jetzt hier für dich. Und ja, Fokus auf Money-Making-Activities, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du da weiterhin Fragen drüber hast, können wir gerne drüber sprechen. Hinterlass mir einen Kommentar. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ciao, ciao.